Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage. Es ist wieder Mittwoch. Juhu! Sofern ihr euch überhaupt freut, wenn ich Videos mache, keine Ahnung. Aber wenn nicht, ich mache sie trotzdem, weil mir macht das Spaß. Ich mache euch fertig. Jo, heute habe ich zwischen den vielen Einschriften, Einsendungen an meine E-Mail-Adresse commanderjensor@gmail.com. Da sollt ihr mir nämlich die Replays hinschicken, die ihr unbedingt als Gameplay haben wollt. Habe ich vom Jumbo in meinem Clan alias Sturmtrupp ein Video für ein Replay vom Object 140. Und da ich persönlich das Object 140 schwer finde zu spielen und damit nicht besonders zurechtkomme, ihr dürft jetzt alle mal lachen, ich habe einen Durchschnittsschaden von 1800. Das ist an der unteren Grenze zu lächerlich. Und ja, aber so ist das. Und ich habe, ich tue es jetzt mal, oder tue ich es? Warum eigentlich nicht? Es ist auch nicht so, dass ich den wenig gefahren habe, sage ich mal so. Also, wenn ich ihn jetzt noch finden würde, Tier 10, da ist er ja. Och, ich. Ja. 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 Ich beherrsche ihn nicht. Ich beherrsche ihn nicht. Definitiv. Ich habe mich aber auch noch nie so mit befasst irgendwie. Ich, ja, es schwamm drüber. Also, ja. So ist das. Aber der Sturmtrupp alias Jumbo hat da eine ganz schöne Runde mitgefahren und deswegen wollte ich die euch mal zeigen. Ich habe eine relativ gute Crew drin. Das liegt auch daran, dass die T-54, nee, dass die Crew in, ich die Crew in vielen Panzern hochgelevelt habe. Und ja, was habe ich? Naja, Meta-Ausstattung ist klar, Brothers in Arms ist auch gut, ein bisschen Tarnung mit bei, fahren während der Fahren wie auf Schienen und natürlich auch ruhige Hand sind ja Pflicht bei den Mets. Und dann habe ich, weil ich persönlich finde die, die Gun mit 0,35 oder was sie hat, der 0,35 zuweilen etwas ungenau, im Gegensatz zumindest zu den geilen deutschen Kniften, aber dafür schießt sie natürlich Mörder oft hintereinander. Also Gunrammer, Ventilation und nochmal Vertistabi, damit die ganze Geschichte noch etwas präziser während der Fahrt ist, denn das machen die Dinger echt gut während der Fahrt schießen. Jo, Sichtreichweite 417 ist, mit dem Met ist man, bin kein Met-Profi. Also, man könnte da natürlich Optics reinnehmen anstatt der Lüftung und sagen, komm, scheiß auf die 5%. Oder den Gunrammer weglassen und die Optics reinmachen und sagen, scheiß auf den geileren Reload. Ich fahre ihn halt so. Ich komme ja nicht gut mit zurecht. Kann man ja nicht sagen, wenn ihr meinen Durchschnittsschaden gesehen habt. Deswegen lasst es mal schnell ins Gameplay gehen. Das ist sonst gar nicht lustig, hier den Commander in der Luft zu zerreißen. Mädels, Gameplay. Der Jumbo macht's besser als ich. Bis gleich. Da sind wir in-game mit dem Sturmtrupp auf der Map. Moor. Tja, ich sag mal so, Moor? Eigentlich mag ich Moor. Oh, 30% Siegchance. Naja, guckt euch das an. Das Object 704. Der E50M. Könnt schon ein bisschen was, die Jungs. Könnt schon ein bisschen was. Und wenn wir uns das umgekehrt angucken, im Mittelfeld E50, der Neuner, die können halt weniger. Bei uns. Beim Sturmtrupp. Jo, alias Jumbo. Tja, Jumbo, was machst du hier auf der Flanke? Weg da. Du bist kein Heavy. Also ich meine, man kann das machen. Man kann natürlich auch mal unorthodox fahren. Aber ich sag mal, was man mit dem Object machen muss, ist ja eigentlich Folgendes. Er ist jetzt nicht der Künstler in Gun Depression und er ist jetzt nicht, sage ich mal, der Tank, der nur überall bounced und wo nichts durchgeht. Also Helm ist in Ordnung. Da kannst du dich, wenn du dich irgendwo so hinstellen kannst, dass nur dein Helm zu sehen ist, dann kannst du schon mal den einen oder anderen Schuss wegdrücken. Aber sonst eher schlecht. Also ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt alleine. Guckt euch mal auf die, guckt mal die Map. Also ich meine, das ist doch, da kriegt er schon wieder das Kotzen. Da kommt mir doch schon wieder die Galle hoch. Ey, ein Team,
Wir haben 32% Siegchance und dann fährt das Team auch noch einmal komplett auf eine Seite. Aber ihr werdet sehen, irgendwie funktioniert es doch. Aber das ist scheiße, sowas. Das ist scheiße, weil wenn jetzt der Gegner dort, ne, alles frei, er kann, naja, wir werden es uns mal angucken. Was er hier macht, er guckt hier, also es gibt ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Der Ace-Spine, es schlägt ja Wert darauf, dass er einmal pro Game erwähnt wird. Der stellt sich immer hier in diesen Busch schon zu spotten. Nee, also, Spaß beiseite. Hier, der Busch oder auch dieser Busch, beide eignen sich natürlich gut, um das, was hier rüberfährt und hier hinten hochfährt zum Object 140, aufzumachen. Und hier kann man halt auch ganz gut mal einen Zwischenstopp machen und das dahin beschießen, beziehungsweise versuchen aufzumachen. Aber ihr seht es natürlich auch, ihr seid für alles, was von da hinten guckt, natürlich auch mega offen. Schlecht. Eher sehr schlecht. So, was macht der Jumbo jetzt hier? Er denkt sich so, ha? Mein Turm? Und genau das meine ich. Guckt mal. Also das, nein, das meine ich nicht. Das ist zu weit gefallen. Also vor dem Hügel stehen bleiben und, ja, Turm spielen lassen. Oh, zack! Nicht getroffen. Ja gut, nicht getroffen kann man nicht so sagen. Also schön, bei dem Reload ist es natürlich auch geil. Ihr könnt den Gegner natürlich mega geil getrackt halten. Wenn ihr so um die 5 Sekunden Reload habt, dann, nicht vorfahren! Boah, das ist... ich bin mal ganz ehrlich. Es gibt so ein paar Situationen, da habe ich Schnappatmung bekommen, weil da mir einfach schlecht wurde. Wenn man hier so frei und offen fährt, kann man auch richtig auf die Fresse kriegen. Wenn nämlich hier hinten außergewöhnlich viele Tanks rumkommen. Und ja, dies ist aber nicht der Fall. Und auch die Arti steht irgendwo, wo sie wahrscheinlich nicht an ihn rankommt oder hat keinen Bock auf ihn zu schießen. Deswegen, ja... Gut gegangen, aber kann ich nicht zur Nachahmung empfehlen, hier so komplett rüber zu fahren. Beziehungsweise, vielleicht wäre ich da ein bisschen vorsichtiger gewesen und hätte erstmal geguckt, was da hinten noch so alles aufgeht. Thema gucken. Ist mir beim ersten Mal sehen überhaupt gar nicht aufgefallen. Aber der Jumbo, alias Sturmtrupp, hat sich gesagt, naja, was ist denn da? Was ist denn da hinten? Also hier gehen die wenigsten auf und am Cap steht auch keiner mehr. Tja, Weitsicht ist besser als Nachsicht, sage ich mal. Und ja, beim ersten Mal sehen dachte ich schon so, ja, 4-0 ist schön und gut. Zufallskillster und Zufallsgeschehen, aber das da am Cap ist jetzt, sage ich mal, mehr als Kacke. Und mehr als Kacke heißt irgendwie, ja, da dachte ich eigentlich das erste Mal, das Ding ist verloren. Weil wenn die ein bisschen Arsch in der Hose und Grips im Hirn gehabt hätten, die Jungs, dann hätten die sich da jetzt zu dritt in den Cap gestellt. Und dann, wisst ihr ja selber, das ein oder andere Spiel, ah, gerade auch mit den Tanks, IS-7, IS-3 und, IS-8 alias T10. Ey, da hättest du durchaus einen Cap auch abwettern können. Also, haben die Gegner weggeschmissen, das Ding. Das hätten sie, also spätestens da hätte das Game gewonnen sein müssen. Aber sehr schön. Bleiben wir mal bei den sehr schönen Sachen. Hier ist er wirklich ausgesprochen gut gemacht. Hier die IS-7. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht richtig aufgepasst. Er war fast alleine runtergeschossen, oder? Also, kann man nicht meckern. Naja, gut. Und IS-7 mit Gold ist natürlich auch... ich weiß jetzt gar nicht, wo sie bei ihm durchgekommen ist, aber... Oh, okay. Vorderplatte war schweinlich. Oder das war das Objekt? Kann man gar nicht so richtig heutzutage mehr sagen. Das da ist ein MG-Port? Nö. Auf jeden Fall, ich sag mal, solide gearbeitet hier und den Cap bereinigt. Also, das... hätte eigentlich schon verloren sein müssen. Jetzt. Aber gut. Ich meine, ein Stück weit sind auch genug wieder mit zurückgekommen. Und ja, wir sind ja wieder bei den Geschichten. Wenn der Gegner sich nackig anstellt, dann kriegt er auch mit 68% Windchance nichts geschissen. So ist das nun mal. Also, das ist halt das Gesetz des Games. Aber was mir wirklich sehr gut gefällt, ist, dass die Versuche, ständig bei jedem Schuss auch mit irgendwie die Kette zu treffen. Denn ein Gegner, der steht, ist einfach geil, weil dann die anderen mit drauf schießen können. Also, das gefällt mir sehr gut, lieber Jumbo. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das vorhin um die Ecke rutschen, gefiel mir nicht so gut. Aber gut, Erfolg gibt recht, aber ich meine, jedes Mal funktioniert das auch nicht. Insofern, naja.
Wie auch immer, T62A, der Counterpart sozusagen zum Object 140. Ja, lässt sich beschießen, ohne Frage. Aber naja, es sind auch die ganz auf den Russen-Mates sind nicht immer so höllengenau, ne? Ich habe den ja auch das Object 140 und ich habe auch einen T62A und ich muss ganz ehrlich sagen, E50M schießt schon genauer. Aber dafür schießen die halt viel, viel öfter auch. Ist halt auch immer so eine Sache. Also, ja, was haben wir übrig? Ein WT haben wir übrig, ein JP-E100. Das sind so lauter Sachen, so BAUM! Oh, ey, T54, Kollege. Einfach mal ein bisschen nachdenken. Innen vorbeifahren kannst du eh nicht, weißt du? Nicht genug Platz. Sowas ärgert mich immer. Mich ärgert immer, wenn Leute irgendwie unüberlegt fahren. Aber gut, vielleicht klingt man da auch so ein bisschen hochnäsig. Man muss natürlich jedem zubilligen, dass er auch eine Lernkurve hat. Aber mich ärgert das immer wie die. Oh, vor der Kanone vom JP. Oh, ja, nicht vor der Kanone vom JP rumtanzen. Nicht gut. Ja, genau. Gold rein, weil JP, da kann man nämlich auch wunderbar dem JP, wenn er One-Hit ist, durch den Turm nageln. Ist zwar nicht so die feine englische Art, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich noch 1000 Hitpoints gehabt hätte und der JP so forciert, so strong auf mich losballert, hätte ich auch Gold reingemacht und hätte dem durch den Turm geflackt, weil der Kollege mit Gold nämlich sportliche 330 Penetration hat. Und der Turm vom JP-EN100 nur 250 unangewinkelt. Und da ist doch schon eine ganz gute Chance, da durchzukommen. So, den Move habe ich. Naja, ja. So ein bisschen verstehen kann man es schon. Irgendwie gehst du auf, da muss einiges noch stehen. C62A, Object. Muss man sich irgendwie mal von der Richtung annähern, wo die einen nicht erwarten. Doch, kann man eigentlich schon verstehen. Und wir können jetzt auch gleich verstehen, dass das hier irgendwie nicht funktioniert. Weil die Jungs da, der E50 da oben steht, des Objects 907. Und eigentlich, also ich habe so beim ersten Mal gucken, habe ich gesagt, naja, das ist doch Kacke. Das ist doch irgendwie, muss man doch jetzt fighten, so nach dem Motto. Aber eigentlich ist es genau richtig. Es steht 12 zu 7, es steht nichts auf dem Spiel. Ziemlich sicher, das Object 907 macht ihn fertig, wenn er sich dem 1 zu 1 stellt, weil der einfach ein verdammt guter Player ist, der wird sein Objekt beherrschen. Deswegen ist es einfach mal schlauer, von einer anderen Richtung zu kommen, wo man noch ein paar Kumpels mit sich hat, weil sich dann natürlich auch jeder Angriff, wenn du irgendwie zu zweit irgendwo stehst, halbiert sich natürlich auch jeder Angriff vom Schadenspotenzial. So, wir haben einen schönen Bouncer bekommen, somewhere auf unserem Schnuppelhelm hier. Aber Wargaming hält es ja nicht für nötig, uns mal wieder hier irgendwie vernünftige Trefferanzeigen und Durchschussanzeigen zu geben. Ist das bei euch auch so? Ich sehe das nicht mehr. Man sieht jetzt hier bei ihm auch einfach irgendwie nicht alles. Naja. So, kurze Phase der Unentschlossenheit, was er jetzt machen sollte. Ich denke mal, du hast dir überlegt, gehst du wieder zurück, machst du, aber stattdessen lieber irgendwie mal weiter auf den E50 schießen und ein bisschen dem E3 im Weg rumstehen. Ist natürlich jetzt eine rappelvolle Ecke hier, die, ja, wo alle, wo nicht alle so richtig arbeiten können. Aber wir nähern uns dem Ende. Object. Nebenbei, ich habe ja noch gar nichts, ich sag mal so, wie ich es empfinde. Oder nee, Fazit machen wir nachher. Ich wollte nur auf den Schaden, der schon bei 7000 in der Gegend ist, hinweisen und ja, werden wir nachher ausführlich drauf eingehen. Ja, E50M, wunderbar. Hier einmal getrackt und einmal irgendwie in die untere Wanne. Das geht wunderbar. Und hier haben wir einen weiteren Abpraller, was auch wunderbar geht. Jetzt, ja, jetzt, ran! Facehack! Nicht weg! Gerade wenn der. Oh, nicht rammen. Oh. Mir schlecht. Mir schlecht. Also das hat mir nicht gefallen. Das hat mir nicht gefallen. Nein, 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 nein. Das, meines Dafürhaltens, ich bin ja auch kein Pro, aber mit dem Object kannst du schon Face hacken. Nicht von vorne, aber seitlich ranfahren. Der war ja einfach eh schon geliefert. Nicht fröhlich zurückfahren,
So dass er auch schießen kann. Wenn er richtig Anlauf genommen hätte und richtig Schwung genommen hätte, wäre es jetzt nämlich weg. Aber hätte Fahrradkette. Beziehungsweise Panzerkette. Also, was ich sagen wollte, nö, auf den Schaden gehen wir gleich ein. Aber mit so ein paar Schönheitsfehlern, muss ich ganz ehrlich sagen, wo mir richtig jedes Mal kribbelig und ich immer mitlenke, eine ausgesprochen, ach Quatsch, ich gehe jetzt drauf ein, ausgesprochen gute Runde. Mit fast 8000 Schaden und 6 Kills, kann man nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht mal, ich bin das Objekt 140 zwar schon ganz schön oft gefahren, aber ich glaube, ich habe es noch nicht geschafft, 8000 Schaden mit dem zu machen. Weil irgendwie komme mit dem auch nicht so richtig zurecht. Ich müsste mich damit mal befassen. Das ist immer so das Problem: Man levelt einen Tank durch, dann wird er uninteressant und dann fahre ich ihn nicht mehr. Man müsste einfach mal einen Tank durchleveln und dann müsste man ihn einfach mal 500 Gefechte fahren. Dann könnte man da auch eine Aussage zu machen. Aber irgendwie. Naja. Gucken wir uns trotzdem nochmal die Gefechtsauswertung an, oder? Geschlechtsauswertung. Ja. Also, mein solides Master eingefahren, 116.000 Credits rausgeholt, 2000 XP, da kann man null meckern. High Caliber und Top Gun. Also, ja. Solide bis großartig. Was ich allerdings wirklich gut finde, ist, dass er nicht nur den höchsten Schaden seines Teams hat, sondern auch den höchsten Schaden des Gegnerteams. Und das, ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist. Meiner einer und ja, einer, der so im gesunden Mittelmaß fährt, hat solche Runden halt nicht alle Tage. Und insofern finde ich es gut. Finde ich gut. Detailed Report. Ja, knappe 8000 Schaden gemacht. Läuft, läuft, läuft. Und 780 geblockt. Das geht. Ergab sich jetzt halt nicht. Aber es gibt auch interessante Videos, wo man halt 10.000 mit dem blocken kann, wenn einer nur auf den Helm schießt und dort nicht durchkommt. 40.000 hat er sogar noch Credits gemacht. Was für ein Zehner ja richtig viel ist. Aber es ist ja auch eine ausgesprochen gute Runde gewesen. Also Jumbo, Applaus. Das war gut. Das nächste Mal, wenn du Gold irgendwie dir kaufst, machst du mal eine Tarnung drauf. Dann sieht das Ding auch noch schick aus. Aber wie sagen wir so schön neumodern? Peace out.